Gucken wir mal. Fliegen da nochmal rüber. Und nähern uns der Sache von hier. Ja, die haben keinen Shuttle. Die kriegen immer wieder auf den Sack. Die wachen kurz wieder auf. Und dann kommen die Aliens wieder. Und eine von denen haben sie schon. Nee, jetzt haben sie schon zwei an die Wände geklebt. Ja, meine Fresse. Wenn wir die befreien, sind das dann auch Flüchtlinge? Oder. Ja. Meine Krankenstation ist schön außerhalb. Das klingt so, als ob ich mich da jetzt gerade auf Dinge einlasse, die ich nicht wollen würde. Nicht haben wollen würde. So. Oh, Captain Evan. Was ist mit Captain Evan los? Zustand. Gehirnerschütterung verschlechtert sich. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ein bisschen schießen geht. So, gehen wir mal voran. Ach, da kommen die. Ja, und so wie es aussieht, hat es ein paar Androiden ganz gut zerrissen. Da will jemand mit uns sprechen, so wie sich das, so wie das aussieht. So, schießen, 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 Leute. Da ist direkt so ein dickes Ding. Meine Fresse. Ich glaube, die kriegen wieder auf den Sack. Also, das sieht nicht gut aus. Da hat einer eine Waffe verloren, und schlägt mit bloßen Händen drauf ein. Ich halte mich mal hier im Hintergrund. Was machen die da? Ich mische mich da nicht ein. Also, die wollen ihre Leute befreien wahrscheinlich, ne? Haben wir dummerweise diesen einen Windbeutel auch noch kalt gemacht. Ja, und mit denen werden sie jetzt wahrscheinlich fertig. Ich könnte einfach mit denen sprechen, ne? Aber sollte ich das tun? Weiß ich, sie haben ganz schön viele. Ja, ich kann ja mal hingehen und Hallo sagen. Schiff erforscht. Hallo, wie geht's euch? Warum gehst du jetzt zu dem? Okay, sie befreien ihre Leute. Sprichst jetzt mit Androiden-Kollektiv. Ach so, das ist nur hier verhandeln. Angebot, ein kleines Geschenk machen oder Kriegserklärung. Ja, okay. Dann gehen wir alle mal. Schiffssektor. Ja, jetzt haben wir es. Ach, wie lustig. Die haben ihre Leute. Wir könnten die Leute einfach mitnehmen? Oder wie sieht das aus? Nehmen wir die dann gefangen? Die liegen da einfach rum. Dann würde ich doch mal sagen, komm, hier. Alles, was da rumliegt. Und was wir so haben. Nimm mal auseinander. Das Zeug. Dann greifen wir noch ein bisschen was ab von denen. Ach so, jetzt hat das Away-Team natürlich auch gerade Pause. Ach so, es ist aber morgen. Ich habe euch aus dem Schlaf gerissen, ne? Das heißt, ihr fangt jetzt gleich an zu arbeiten. Aber eigentlich solltet ihr zurückgehen, würde ich mal schätzen. So, ich muss mir mal einen Schluck Wasser einschenken. Ach so, jetzt gehen alle aufs Shuttle und sich aufladen. Und Horsti, ach so, geht da zur Luftschleuse. Und lädt irgendwelche Sachen ein. Ah ne, und auch seinen Sauerstoff aus. Gut, 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 gut.
Achtung, Luft. Ja. Ja, die liegen da. Ja, sollen sie sich drum kümmern. Sind ja Androiden. Wir bauen schon mal ein paar Hüllenblöcke von außen ab. Und bringen Sachen hin. Aber jetzt hat Horsty da wahrscheinlich Sachen reingetan und zu dem Shuttle getragen oder sowas. Naja. So ist es dann. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Hüllenschrott. Wir haben eigentlich schon genug Hüllenblöcke, aber ja, das war jetzt irgendwie oh, was ist denn da gekommen? Hier gibt es... Nee, was ist das? Cult from New Haven? Oder was ist das? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, Cult from New Haven. Kontaktieren wir die mal. Sprichst jetzt mit Cult from New Haven, dann will ich doch mal Handel treiben mit euch. Habt ihr spannende Sachen? Die hätten halt Superblöcke, dass wir dieses Nicht-Target-Dingens bauen können, aber das brauche ich jetzt gar nicht. Wir können ihnen Gewebe verkaufen. Die haben nämlich, oh ja, die haben ganz gut Geld. Das heißt also, einmal handeln und nochmal rufen. Lustige Form. Lasst uns Handel treiben. Und ich möchte gern all eure Credits, indem ich euch weiter Gewebe verkaufe. Ja, und nochmal. Lasst uns Handel treiben. Gewebe ist im Preis gefallen. Ich habe aber noch, auch so viel Biomasse habe ich gar nicht, die ich euch verkaufen wollen würde. Ich könnte euch ein paar Hüllenblöcke verkaufen. 3. Und dann seid ihr quasi blank. Sehr schön. So, die schicken jetzt auch Leute rüber, um Sachen auseinanderzubauen. Aber unser Bot baut da hinten auch Zeug auseinander. Und bringt hoffentlich auch mal ein bisschen Kram mit. Unser Shuttle ist auf jeden Fall gerade, hat sich vollgeladen und lädt gerade Zeug aus. Das ist ja schon mal schön. Warum ist eine... Haben wir eine von den Infizierten, Christiane? Androidenkollektiv. Genesung beschleunigt. Okay, denen helfen wir jetzt gerade. Wir haben die. Wir haben die auf unser Schiff gebracht. Okay. Spannend. Und Christiane ist auch. Geht jetzt erstmal zum Spielautomaten. Okay. Hat mit Z1 eine Runde gezockt. Ich glaube, Schutt, weil das gerade gefragt wird, welchen Nutzen Schutt hat. Schutt soll einfach nur deine nochmal zusätzlich die Logistik blockieren. Würde ich sagen. Christiane ist da. Ah, und die wird jetzt abgeholt. Nehme ich mal an. Von dem Shuttle hier. Das ist ganz praktisch. Ja. Okay, das haben wir sie auf unserer Krankenstation behandelt. Kann man ja mal auch machen, ne? Und Lars und Lindworm laufen hier auf dem Schiff rum und sammeln Sachen ein in unser Shuttle. Ja, okay, wir nehmen es also gemeinschaftlich auseinander. Und ich hoffe einfach mal, dass vielleicht so ein Windbeutelkadaver dabei rumgekommen ist. Aber ich fürchte fast nicht. So, ich merke gerade, ich muss mir mal gerade die Nase putzen. Habe ich auch noch nie gesehen, dass wir jemanden vom Schiff rüberholen und dann auf der Krankenstation bei uns behandeln. Das ist ja auch witzig. Aber ja, die haben echt einen offen. Also das ist, die AI ist manchmal echt, dass sie die Gruppen trennt und so, immer die 4 Leute zusammenlassen, gerade wenn du so eine schwere Infizierung von Aliens hast. Und die lassen uns da ganz, ganz viel übrig, so wie es aussieht, ne? Wie sieht's denn eigentlich mit unserem Metall und Metall? Ja, 33 und 25 ist ganz gut. Oh, okay. Und unsere Ressourcen sind jetzt auch schon wieder runtergegangen und wir haben den Antrieb gebaut. Wir sind bei 8000. Das ist ganz gut. Das ist echt ganz gut. Wir haben ein bisschen Nüsschen, Fleisch, Gemüse. Früchte ist immer noch ein bisschen mau.
jetzt gesagt, Früchte und Nüsschen. Da können wir mal, weil wir haben schon lange nichts mehr gebaut, nahrungstechnisch gesehen. Da können wir mal hier noch ein Hochbeet hinsetzen. Und nur Früchte und Nüsschen anbauen. Wahrscheinlich 4 Früchte, einmal Nüsschen. Ja, Nitogrun sagt jetzt auch mit den Androiden, ja, ich hoffe, da kommt noch was anderes, weil ich meine, was auch spannend ist, wo haben wir denn mal hier? Fockaffe zum Beispiel. Ja, wenn ich mir die angucke, Fockaffe ist ganz offensichtlich ein Android, steht aber nirgendwo. Ist eigentlich Rechtsanwalt und Schnelllerner. Aber ganz offensichtlich vom Aussehen her und wenn wir auch hier gucken, oh, jetzt können wir. Achso, nee, das konnten wir vorher schon. Fockaffe, wenn du da bist, ich weiß nicht, ob wir deine Farben wechseln konnten. Ich glaube, das konnten wir nicht. Aber anscheinend geht es jetzt. Das heißt, du kannst dir Farben aussuchen, liebe Fockaffe. Ja. So, und André streckt sich. Das ist mir nicht aufgefallen. André streckt sich manchmal wieder an. Aber Physik lasse ich im Moment aus, weil tatsächlich ist es gerade so, dass ich sehr, sehr viel Physik mache den ganzen Tag. Und ich muss nicht dann auch noch im Stream über Physik quatschen. Also ich bin gerade tagsüber häufig mal am Rechnen. Und seht mir das nach. Seit heute funktioniert auch Cruise Control. Und ich werde demnächst mir neue Sachen ausdenken für Kanalpunkte, weil jetzt kann man auch demnächst mal für Kanalpunkte zum Beispiel Töne abspielen und Kameras hinzuschalten oder abschalten oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall auch in OBS, also womit ich den Stream rausschicke, ganz, ganz viele Sachen machen. Da will ich immer noch mal in mich gehen und wenn einer von euch Ideen und Vorschläge hat, gerne im Discord. Gibt es was bei Kanalpunkte oder Community Events oder irgendwie sowas, da den Vorschlag rein ballern, dann lese ich mir das durch und gucke, ob ich das umsetzen kann. So, hier haben wir einmal Nüsschen und 4-mal Früchte. Es brennt. Da unten brennt es. Ach so, an der Webbank hat es kurz einmal gebrannt. Aber ist auch schon wieder aus. Das ist ganz schön. Hier unten wollte ich auch noch. Ach nee, hier haben wir die Luftschleusen. Da brauche ich keinen Raumanzugschrank irgendwo hinbasteln. Aber die Raumanzugschränke hier oben haben uns echt schon viel gebracht, als wir mal von Asteroiden getroffen wurden. Die Schicht hier hat genug Betten. Tja. Eigentlich alles ganz gut aus. Okay, und da habe ich direkt einmal André streckt sich erhalten. Dem werde ich jetzt auch mal direkt nachkommen, weil ich glaube, das kann ich mal gut brauchen. Ah, und der Flausch ist aufgestanden, um mal einen Schluck zu trinken. Ich glaube, ich quatsche ihm zu viel. Aber er hat jetzt ja ganz nett die ganze Zeit im Körbchen gelegen, oder? Ich hoffe, der geht da jetzt gleich wieder hin. So. Strecken einmal abgeschlossen. Nicht den Kopf vergessen, ja? Und immer nur in einer Achse. Weil der Hals kein Kugelgelenk ist. Shuttle gehackt, was Beidwelt gerade erzählt, das hatte ich auch noch nicht. Okay, hier wird noch weiter auseinandergebaut. Und okay, das Schiff vom Androiden-Kollektiv ist weggesprungen. Die haben jetzt keinen Bock mehr. Die haben für uns hier hinten alles aufgeräumt, aber die haben echt auf die Fresse gekriegt. Das war nicht schön. Und jetzt kommt als nächstes ein eintreffendes Schiff der Sklavenhändler-Gilde. Na, mit denen können wir auch nochmal ein bisschen Handel treiben. Sektor hat Schiff verlassen. Schiff hat Sektor verlassen. Ja, und wir räumen jetzt gerade noch dieses Schiff hier aus. Und ich mach mal langsam, weil mein Hund steht jetzt an der Treppe und möchte, glaube ich, runter. Ich werde mal meinen Hund kurz nach unten bringen. Okay, dann machen wir mal schneller, bis das Schiff der Sklavenhändler-Gilde eintrifft. Und dann gucken wir mal, was wir denen alles andrehen können. Auf jeden Fall sind wir mit Credits auch schon gut unterwegs. Ja.
Dann können wir mal langsam auch Dinge ein... Oh. Das Schiff ist eingetroffen. Alles klar. Ach, das ist nur so ein kleines. Aber vielleicht haben die ja auch Zeug dabei. Und da kommen nochmal Zivilisten um die Ecke. Oh, die haben uns auch gerade angerufen. Du sprichst jetzt mit Sklavenhändlergilde. Seid gegrüßt, Weltraumreisender. Bei uns sind ein paar Ressourcen knapp geworden. Wärst du bereit, uns zu helfen? Sie benötigen 5 Energiezellen. Oh ja, die könnt ihr haben. Für so viel Credits gebe ich die euch gerne. Wir wissen diese freundliche Geste zu schätzen. Ich wollte aber eigentlich mit euch handeln. Also, ach, wir könnten auch gefangene Besatzungsmitglieder verkaufen. Nee, möchte ich aber nicht. Lasst uns Handel treiben. Habt ihr irgendwas Schönes? Ja, nichts, was ich jetzt zwingend haben wollen würde, aber ihr habt 5000 Credits. Das ist ganz geil. Deswegen gebe ich euch jetzt mal ganz furchtbar viel Gewebe. Und grüße euch nochmal, um euch noch mehr Zeug anzudrehen. Vielleicht ein bisschen Biomasse. Mal gucken. Lasst uns Handel treiben. Wir könnten ihnen auch hier Weichblöcke verkaufen, weil da habe ich so viele von. Verkaufe ich ihnen mal 10 Weichblöcke. Und so viel habe ich gar nicht, was ich ihnen verkaufen kann. Tja, egal. So, jetzt wird da... Das reicht mir jetzt. Und wir sind mit dem Schiff durch. Das heißt, wir schließen nochmal die Handelsvorgänge mit denen hier ab. Warten vielleicht noch auf die Zivilisten und dann springen wir weiter. Guten Abend, Zioge. Schönen guten Abend. Das war der Hund, nicht mein Bart. So ein langer Bart wäre sehr unpraktisch jetzt zur Zeit, wo das mit den Masken tragen halt immer noch so eine Nummer ist. So, hier haben wir da schon Sachen angepflanzt. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und da sind die Zivilisten eingetroffen. Auch nur so ein kleines Schiff, aber vielleicht wollen die uns was abkaufen. Wollen sie bestimmt. Ah, Techblöcke wollen die haben. Ich könnte ihnen Höhlenblöcke andrehen. Genauso viel wie Gewebe. Das ist ja auch spannend. Komm, dann... Achso, die haben nicht so viel Geld. Alles klar, 144 haben sie noch. Dann legen wir da noch ein bisschen Biomasse drauf und dann sind sie blank. Das ist doch wundervoll. Ich weiß nicht, was ich mit den vielen Credits machen will. Aber ich werde wahrscheinlich jede Menge Ressourcen brauchen, wenn es in Richtung geht, ein neues Schiff. Weil wir sind jetzt schon ganz schön viele und wir könnten eventuell ein zweites Schiff irgendwie beschicken. Ja. The Real Panzer, du hast bei Steam 120 Updates in der Warteschlange? Wie lange hattest du Steam nicht offen? Was ist bei dir los? Oder hast du gerade 12 Spiele gekauft? So, Handel ist alles abgeschlossen. Dann können wir ja mal weiterspringen. Ja, Panzer hat Steam durchgespielt. So, da unten, dann haben wir hier noch den anderen Schenkel des Systems, sage ich jetzt mal. Wasser. Wir haben nur noch 9 Wasser. Und da unten ist noch so ein Schiff. Was haben wir hier? Energium. Würde ich sagen, sammeln wir hier schnell Wasser ein und springen dann weiter und holen uns Energium. Und da unten nochmal Wasser und dann geht's zurück. Stationieren, einmal abbauen. Das sollte mit den 4 Kapseln relativ zügig gehen. Zack, zack, zack. Oh Mann, eine neue SSD und deswegen die ganze Library verschoben. Ah, ich verstehe. Ja. Das, aber trotzdem, das dauert eine Weile, ne? Okay.
Da haben wir das Wasser abgebaut. Das ging schnell. So, eine Kapsel ist noch unterwegs. Jetzt nicht mehr. Tschüss. So, dann hier rein brauchen wir Kohlenstoff. Kohlenstoff könnten wir mal gebrauchen. Ja, Kohlenstoff und Energium holen wir uns. Und dann da unten noch das Wasser und dann ist gut, würde ich sagen. Ja, super. Zack, zack. Und dann haben wir auch, dann ging das jetzt relativ fix mit diesen Sachen hier unten noch erforschen. Okay, das ist jede Menge Energium. Das ist schon mal sehr schön. Und ich glaube, es wird jetzt an der Zeit hier in der Raffinerie, weniger als 16 Energiestäbe, das löschen wir mal. Und falls wir weniger als 20 haben und hier Energiezellen, falls wir weniger als 20 Energiezellen haben, stell bitte Energiezellen her. Jawohl. Und Optronikbauteile würde ich jetzt mal sagen, das können wir auch mal automatisieren. Da würde ich mal sagen, falls wir weniger als 2 haben, mach mal Optronikbauteile. So, jetzt bauen wir hier schön den Rohstoff ab. Sonneneruption bevorstehend. Alles klar. La la la. Den Kohlenstoff brauchen wir vielleicht einfach nicht. Weil so wichtig ist der Kohlenstoff nun auch nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, mir eine Sonneneruption einzufangen. Meteoriten sind ja okay, aber starten wir mal die Motoren bitte. Und das muss ich jetzt nicht haben. Oh Mann, ey, mit 5 Antrieben, das ist schon ganz geil. Und tschüss. So, dann fliegen wir mal hier unten zu den Androiden, holen uns das Wasser und handeln noch mal mit denen. Ist das eine Station oder?